Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute gibt's mal wieder ein Shih Tzu Storytime und zwar über mein erstes Mal in der Therapie. Ich werde euch das Video, das ist schon later, wo ich die Geschichte erzähle, wie ich das Arbeitsauto von meiner Mutter genommen habe und diese unmögliche Runde und den Stecken in drei Teile zerbrochen habe. Die, was gesehen haben, werden sich wahrscheinlich auskennen, die, was nicht gesehen haben, geht in die Beschreibung und drückt den Link an. Auf jeden Fall, nach diesem Autounfall war ich noch eine Nacht zu Hause. Ich habe mit meinen Eltern und meiner Schwester, also mit meiner Mutter, irgendwas geredet. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich habe immer gesagt, ich weiß nicht mehr. Also genau. Aber auf jeden Fall, erstes Mal in Mauer, haben sie mich erstmal mit Medikamente vollgepumpt, die ich nicht nehmen wollte. Haben mir gesagt, ich bin depressiv, wo ich nicht depressiv war. Aber kann sein, dass ich wirklich depressiv war, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, ich habe sehr viele interessante Leute kennengelernt. Und ja, das Lustige daran, in der Psychiatrie, in so einer geschlossenen Anstalt, ist halt, das war ja mein erster Schubgröße. Ich habe das alles geglaubt, was passiert ist. Und dann kommt man in die Psychiatrie. Und dann glaubt man schon, dass man im God-Mode ist und wirklich like Jesus ist. Und jo, da will ich euch jetzt zwei Erlebnisse erzählen. Und zwar, eine Frau hat mich richtig getriggert, die ist zum Herkommen, hat mich angeschaut und so. Eine ältere Frau übrigens. Darf ich endlich sterben? Und ich habe so klassisch geantwortet, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und die hat mich immer so angeschaut, so, die hat mich komplett getriggert, die Alte. Und dann war noch eine Frau, eine Dame, ein bisschen jüngere, wahrscheinlich eher in meinem Alter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat mich weggezerrt und hat gesagt, yo, also yo hat nicht gesagt, aber sie hat... Sie hat gesagt, sie hat mir ihre Sünden erzählt und ich habe dann gesagt, dass sie es einfach loslassen soll und ihr sei vergeben. Ich war wirklich im God-Mode drin. Das war also, ja, ist es nicht so spannend, das war in der Chronologie. Aber das nächste Mal, wenn ich schieße, dann, ich glaube, dann mache ich einfach einmal das Ärgerne. Ich glaube, wir packen jetzt die Ärgern-Sachen aus, glaube ich. Da habe ich auch ein Petto. Das war jetzt nicht so, das ist nur ein Vorgeschmack. Und ja, das ist eigentlich, das war 1% von dem, was ich bisher gemacht habe. Obwohl, ist schwierig zu sagen. Ja, kein Plan. Ich habe gerade keinen Plan. Ich bin verpeilt. Sorry. Auf jeden Fall, jo. Jo, jo, jo. Will ich noch irgendwas erzählen? Und das war's wieder mal mit heute. Ich bin raus, euer Wizard. Peace out.